Hier noch einmal das Wichtigste zur Differentialrechnung im Überblick. Sie sollten folgende Ableitungen auswendig kennen. X hoch n gibt abgeleitet n mal x hoch n minus 1. Sinus x ergibt abgeleitet Cosinus x. Cosinus x ergibt minus Sinus x. E hoch x bleibt e hoch x abgeleitet und ln x wird 1 durch x. Zur Ableitung komplizierterer Funktionen gibt es einige Regeln. Ein konstanter Faktor kann vor die Ableitung gezogen werden. Summen und Differenzen können summandenweise abgeleitet werden. Es gilt die Produktregel, uv' gleich u'v plus v'u. Es gilt die Quotientenregel, u durch v' gleich u'v minus v'u durch v². Und es gilt die Kettenregel, u von v' gleich u'v mal v'. Die Funktion lautet 5x hoch 6. Wie lautet die Ableitung? Wir haben einen konstanten Faktor 5 und wir haben eine Funktion der Art x hoch n. Aus x hoch 6 wird 6 mal x hoch 5. Zusammen mit dem konstanten Faktor ergibt sich 30 mal x hoch 5. Die Funktion heißt fünfte Wurzel aus x hoch 4. Wie lautet die Ableitung? Wir schreiben zunächst den Wurzelauszug als Exponent x hoch 4 Fünftel. Haben wiederum eine Funktion der Art x hoch n. Aus x hoch 4 Fünftel wird 4 Fünftel x hoch 4 Fünftel minus 1 oder 4 Fünftel x hoch minus 1 Fünftel. Wir können die Exponentenschreibweise zurück in die Wurzelschreibweise überführen. Wir erhalten dann f' gleich 4 Fünftel durch fünfte Wurzel aus x. Die Funktion lautet Wurzel aus x. Wie lautet die Ableitung? Wurzel aus x ist x hoch 1 halb, eine Funktion der Form x hoch n. Aus x hoch 1 halb wird 1 halb mal x hoch 1 halb minus 1 oder 1 halb x hoch minus 1 halb in Wurzelschreibweise 1 durch 2 Wurzel x. Die Funktion lautet minus 5x hoch 5 plus 3x hoch 4 minus 7x hoch 0. Wir können die Summanden separat ableiten. Aus x hoch 5 wird 5 mal x hoch 5 minus 1. Aus x hoch 4 wird 4x mal 4 minus 1 und aus x hoch 0 wird 0 mal x hoch 0 minus 1. Zusammen mit den konstanten Faktoren ergibt sich f' von x gleich minus 25x hoch 4 plus 12x hoch 3. Die Funktion lautet 5 mal vierte Wurzel x hoch 6 minus 3 e hoch x plus Cosinus x. Wir wandeln zunächst die Wurzelschreibweise in die Exponentenschreibweise um. Aus vierte Wurzel aus x hoch 6 wird x hoch 6 Viertel. Jetzt leiten wir Summanden weiter ab. Aus x hoch 6 Viertel wird 6 Viertel x hoch 6 Viertel minus 1. E hoch x bleibt e hoch x und Cosinus x wird zu minus Sinus x. Ausmultipliziert ergibt sich f' von x gleich 30 Viertel x hoch 2 Viertel minus 3 e hoch x minus Sinus x. Die Funktion lautet f von x gleich 5x hoch 4 minus 3x² plus 2 mal in Klammern x hoch 3 minus 5x plus 2. Wir können diese Aufgabe mit der Produktregel lösen. Die Funktion u ist die erste Klammer, 5x hoch 4 minus 3x² plus 2, abgeleitet 20x hoch 3 minus 6x. Unsere Funktion v ist die zweite Klammer, x hoch 3 minus 5x plus 2, v' gleich 3x² minus 5. Wir wenden die Produktregel an, u'v plus v'u. Wir können noch ausmultiplizieren und zusammenfassen und erhalten f' von x gleich 35x hoch 6 minus 140x hoch 4 plus 51x² plus 40x hoch 3 plus 12x minus 10. Die Funktion lautet Cosinus x mal Sinus x. Wie lautet die Ableitung? Wir können die Lösung mit der Produktregel finden. Wir definieren u als Cosinus x, u' entsprechend als minus Sinus x, v als Sinus x, v' als Cosinus x. Die Anwendung der Produktregel ergibt f' von x gleich minus Sinus x mal Sinus x plus Cosinus x mal Cosinus x oder Cosinus Quadrat x minus Sinus Quadrat x. Die Funktion lautet 5x mal ln x. Wie lautet die Ableitung? Ein Fall für die Produktregel. Wir definieren die Funktion u als 5x, u' entsprechend als 5, v als ln x, v' als 1 durch x. Wir wenden die Produktregel an, erhalten 5 mal ln x plus 1 durch x mal 5x, vereinfacht zu 5 ln x plus 5.
Die Funktion lautet 6x hoch 6 minus 7x hoch 3 plus 1 durch x² plus 2x plus 1. Wir wenden die Quotientenregel an. Wir definieren die Funktion u als 6x hoch 6 minus 7x hoch 3 plus 1. Die Ableitung 36x hoch 5 minus 21x². Der Nenner ist die Funktion v, x² plus 2x plus 1, Ableitung 2x plus 2. Setzen alles in die Formel für die Quotientenregel ein, erhalten diesen Ausdruck. Wir können auch die binomischen Formeln zusammenfassen und ausdammern und erhalten diesen etwas komplizierteren Ausdruck als Lösung für die Ableitung. F von x gleich x hoch 3 durch ln x, ein Fall für die Quotientenregel. Der Zähler ist u, u' entsprechend 3x². Der Nenner ist v, v' entsprechend 1 durch x. Eingesetzt in die Formel für die Quotientenregel und ausmultipliziert, ergibt sich f' gleich x² mal 3 ln x minus 1 durch ln x zum Quadrat. Wir sollen die Funktion 4, mal Klammer auf, 3x² plus 2x minus 1, Klammer zu, 4 ableiten. Hier haben wir auch die zwei Funktionen hintereinander geschaltet. Wir haben die Funktion v von x in der Klammer und wir haben die Funktion u von v als v hoch 4. Zur Ableitung wenden wir die Kettenregel an. Äußere Ableitung mal innere Ableitung. Wir definieren v als 3x² plus 2x minus 1. Wir definieren u als 4v hoch 4. Die innere Ableitung ist 6x plus 2. Die äußere Ableitung ist 4 mal 4v hoch 3. Äußere Ableitung mal innere Ableitung ergibt 4 mal 4v hoch 3 mal 6x plus 2. Wir substituieren das v durch 3x² plus 2x minus 1 und erhalten die Lösung. Die Funktion lautet 2 Sinus von 20t minus pi Siebtel. Wir wenden die Kettenregel an zur Ableitung. Die innere Funktion lautet v gleich 20t minus pi Siebtel. Die äußere Funktion lautet u von v gleich 2 Sinus v. Die innere Ableitung lautet 20, die äußere 2 Cosinus v. Nach der Kettenregel ergibt sich f' von x gleich 2 Cosinus v mal 20. Wir substituieren das v zurück und erhalten als Lösung f' von x gleich 40 Cosinus 20t minus pi Siebtel. Die Funktion lautet 3 Logarithmus x hoch 4 minus 5x². Auch hier haben wir eine Verkettung von Funktionen. Die Ableitung ergibt sich nach der Kettenregel. Die innere Funktion lautet v gleich x hoch 4 minus 5x². Die äußere Funktion u gleich 3 mal ln v. Die innere Ableitung 4x hoch 3 minus 10x. Die äußere Ableitung 3 durch v. Nach der Kettenregel ergibt sich dieser Ausdruck als Ableitung. Nach Rücksubstitution haben wir dieses Endergebnis. Wir sollen die Funktion x mal e hoch minus 2x diskutieren. Das heißt, wir sollen herausfinden, hat diese Funktion Maxima und Minima. Wir bilden zunächst die erste Ableitung dieser Funktion mit Hilfe der Produktregel. Wir definieren u als x und v als e hoch minus x. U' wird daher 1, v' gleich e hoch minus 2x mal minus 2. Als erste Ableitung ergibt sich nach der Produktregel dieser Ausdruck. Wir können e hoch minus 2x ausklammern und erhalten f' von x gleich e hoch minus 2x mal 1 minus 2x. Bevor wir die Kurve diskutieren, wollen wir noch die zweite Ableitung bilden. Dazu wenden wir ein weiteres Mal die Produktregel an. Es gilt u gleich 1 minus 2x, v gleich e hoch minus 2x. U' wird minus 2, v' wird e hoch minus 2x mal minus 2. Nach Anwendung der Produktregel erhalten wir einen Ausdruck, den wir vereinfachen können, zu f' gleich e hoch minus 2x mal 4x minus 4. Jetzt folgt die eigentliche Kurvendiskussion. An Extremwerten ist die erste Ableitung gleich 0. Wir können die entsprechende Gleichung e hoch minus 2x mal 1 minus 2x gleich 0 nach x auflösen und erhalten als Lösung x gleich 1/2. Bei x gleich 1/2 hat die Funktion eine horizontale Tangente. Wenn wir zwischen Maximum, Minimum und Sattelpunkt unterscheiden wollen, müssen wir diesen Wert in die zweite Ableitung einsetzen. Wir setzen x gleich 1/2 in e hoch minus 2x mal 4x minus 4 ein. Am Punkt x gleich 1/2 hat die zweite Ableitung den Wert minus 2 durch e.
Die zweite Ableitung ist negativ, die Kurve ist hier negativ gekrümmt. Wir haben hier offensichtlich ein Maximum. Wir können zum Schluss noch den Funktionswert für x gleich 1/2 ausrechnen. Es ergibt sich f von 1/2 gleich 1 durch 2e. Die Funktion hat also ein Maximum an der Stelle x gleich 1/2, f von x gleich 1 durch 2e. Wenn wir einen Gegenstand fallen lassen, so verändert sich sein Ort mit der Zeit nach folgender Funktion. F von x gleich a mal x² plus b mal x plus c. Im konkreten Fall ergab sich folgende Ortszeitfunktion. 1,8 Meter pro Sekunde Quadrat mal t Quadrat plus 4 Meter pro Sekunde mal t plus 10 Meter. Die Geschwindigkeit des Gegenstandes ergibt sich als erste Ableitung dieser Funktion nach der Zeit. Auch mit S-Punkt abgekürzt. V von t gleich 2 mal 1,8 Meter pro Sekunde Quadrat mal t plus 4 Meter pro Sekunde. Die Beschleunigung des Gegenstandes ergibt sich als zweite Ableitung der Funktion nach der Zeit oder mit S-Punkt-Punkt abgekürzt. A von t gleich 2 mal 1,8 Meter pro Sekunde Quadrat. Offensichtlich ist die Beschleunigung hier konstant. Wir berechnen Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung nach 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden hat sich der Körper um 230 Meter vom Ausgangspunkt entfernt. Die Geschwindigkeit nach 10 Sekunden beträgt 40 Meter pro Sekunde und die Beschleunigung konstant 3,6 Meter pro Sekunde Quadrat. Eine Masse, die an einem Feder gefestigt ist, kann eine harmonische Schwingung ausführen. Für den Ort der Masse als Funktion der Zeit ergibt sich die Funktion a mal Sinus Omega t plus phi. Für die Geschwindigkeit der Masse ergibt sich die erste Ableitung dieser Funktion, also Omega mal a mal Cosinus Omega t plus phi. Für die Beschleunigung dieser Masse ergibt sich die zweite Ableitung dieser Funktion, Minus Omega Quadrat mal a mal Sinus Omega t plus phi. Wir sehen, dass zwischen Beschleunigung und Ort der einfache Zusammenhang f' gleich Omega Quadrat mal minus f besteht. Wir wollen die Funktion x² mal e hoch minus 0,5x diskutieren. Wir bilden dazu zunächst die erste Ableitung. U soll gleich x² sein, v gleich e hoch minus 0,5x. Entsprechend u' gleich 2x, v' gleich e hoch minus 0,5x mal minus 0,5. Nach der Produktregel ergibt sich die erste Ableitung zu e hoch minus 0,5x mal 2x minus 0,5 mal x². Zum Finden der zweiten Ableitung benötigen wir wieder die Produktregel. U ist jetzt 2x minus 0,5x², v ist e hoch minus 0,5x. Ableitung u' ist 2 minus x, Ableitung v' ist e hoch minus 0,5x mal minus 0,5. Anwendung der Produktregel ergibt für f' von x gleich e hoch minus 0,5x mal 2 minus 2x plus 0,25 mal x². Wo liegen die Extremwerte der Funktion? Dazu müssen wir die erste Ableitung gleich 0 setzen, entsprechend einer horizontalen Tangente. Wir formulieren die entsprechende Gleichung um und erhalten x mal 2 minus 0,5 mal x gleich 0. Für diese Gleichung gibt es zwei Lösungen. Entweder ist x gleich 0 oder ist 2 minus 0,5x gleich 0. In diesem Fall ist x gleich 4. Wir überprüfen die Krümmung der Kurve an diesen beiden Extremwerten. Für x gleich 4 ist die zweite Ableitung negativ. Die Kurve ist konkav gekrümmt. Wir haben hier ein Maximum. Wir errechnen noch den Funktionswert an der Stelle 4. An der Stelle 4, 16 durch e Quadrat, hat die Funktion ein Maximum. Wir errechnen die Krümmung an der Stelle x. Die zweite Ableitung ist positiv. Die Kurve ist konvex gekrümmt. Wir haben an dieser Stelle ein Minimum. Wir errechnen den Funktionswert und erhalten als Ergebnis an der Stelle 0, 0 hat die Funktion ein Minimum. Der Körper A befindet sich zum Zeitpunkt 0 auf der x-Achse bei x gleich 15 Meter. Er bewegt sich mit einer konstanten Geschwindigkeit von minus 0,5 Meter pro Sekunde auf der x-Achse nach links. Der Körper B befindet sich zum Zeitpunkt 0 auf der y-Achse bei y gleich 12 Meter. Er bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit mit minus 0,6 Meter pro Sekunde nach unten. Hier sind die entsprechenden Ort-Zeit-Funktionen.
Wir können den Abstand zwischen den beiden Körpern nach Pythagoras ausrechnen. D² gleich x² plus y². Setzen wir x und y die entsprechenden Gleichungen ein und kürzen d² mit z ab. Wir wollen wissen, zu welchem Zeitpunkt d, also auch z, minimal ist. Dazu bilden wir die erste Ableitung der Funktion. Wir benutzen zur Ableitung zweimal die Kettenregel. Der Klammerausdruck ist u und v von u ist jeweils Quadrat. Wir können den entstehenden Ausdruck noch zusammenfassen und erhalten z' gleich 29,4 minus 1,22t. Bei minimalem Abstand ist diese erste Ableitung gleich 0. Entsprechend ist t gleich 24,1 Sekunden. Wir errechnen z für 24,1 Sekunden, ziehen die Wurzel aus dem Ergebnis und erhalten d gleich 3,8 Meter. So sieht die Anfangssituation aus. Nach 24,1 Sekunden ist der Abstand der beiden Körper minimal.